Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Unboxing von einem Adventskalender, wie mein Outfit auch vermuten lässt. Also ich trage nicht nur eine Nikolausmütze, nein, ich habe auch noch ein December 24 T-Shirt an, weil es einfach zu warm für einen Pulli ist. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den H&M Adventskalender auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den tatsächlich wirklich rein zufällig entdeckt, denn ich wollte eigentlich nur mir zwei Hosen holen. Und dann habe ich noch irgendwie so weitergeguckt und habe dann auf der H&M Homepage gesehen, ey, guck mal, die haben ja für 24,99 den Adventskalender da stehen. Nimmst du mit. Gehört jetzt ja irgendwie mit rein, ne? Make-up Countdown ist das. Du siehst auf der Frontseite tatsächlich gar kein Vermerk von H&M. Also das siehst du nur auf der Rückseite. Ja, auf der Rückseite stehen auch nochmal die Produkte. Und hier hinten steht halt H&M mit drauf. Da, irgendwo, da, genau. Und ja, ich weiß gar nicht, wenn man den dann irgendwie verschenkt oder so. Man hat jetzt hier kein Loch zum Aufhängen oder so. Man kann den halt einfach hinstellen und dann Kläppchen für Kläppchen öffnen. Das sind tatsächlich Kläppchen. Das ist ein schönes rosa Haus. Ich finde es ja herrlich, ne? Und da sollen halt Make-up-Produkte drin sein. Und ich bin sehr gespannt, was für Produkte sich da drin verbergen. Und ja, vom Preis her müssen wir wirklich schauen, ob ich da irgendwie auch die Preise eingeblendet bekomme. Aber eigentlich findet man das ja online. Also wir legen mal los. Und zwar starten wir hier mit der Nummer 1. In der Nummer 1 haben wir einen roten, niedlich kleinen Lippenstift und den möchte ich mal ausprobieren. Achso, in diesem Video gibt es auch nochmal eine Verlosung, ne? Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Ich habe tatsächlich von H&M noch kein Make-up ausprobiert, aber ich habe gehört, dass es relativ teuer sein soll, also im Gegensatz zu Essence oder so. Das finde ich sehr interessant. Genau, so schaut der Lippenstift dann aus und ich swatche den. Oh ja, guck mal. Der ist schön deckend, hat ein schönes Kirschrot, gefällt mir richtig gut und den kann ich mir gut vorstellen, auch zu Adventskalender-Unboxings. Da finde ich vor allem diese kleinen Lippies ganz toll. Ein Geruch hat er jetzt so nicht, nö. Also die Verpackung finde ich relativ billig und hier drin haben wir 1,3 Gramm. Hier unten haben wir die Nummer 2. Oh, was bist du denn? Das ist Gold, es ist Make-up, nee, zweiter Make-up-Countdown. Da sind drin 1,5 Gramm, aber ich glaube, es ist ein Lidschatten, aber ich gucke nochmal vorsichtshalber. Weiß ich nicht. Also ich denke, dass... Ja, hier hinten steht es aber nochmal drauf, genau. Es ist ein Eyeshadow, ein Lidschatten und der ist in einem richtig schönen Gold. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalten möchte, denn ich bin eigentlich kein Fan von Monos, obwohl ich dieses Gold hammerschön finde. Wow, wie gesagt, 1,5 Gramm sind da drin. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich den behalte oder ob du den vielleicht in diesem Video sogar gewinnen kannst. Die Nummer 3 ist auch wieder hier klein länglich. Vielleicht wieder ein Lippenstift? Nee, ähnlich wie ein Lippenstift. Das ist ein Lipgloss. Ach, das sind ja niedliche Größen, oder? Heidenei, ist das niedlich. 2 Milliliter sind hier drin und das ist einfach ein Lipgloss. Ja. Es ist eine süße Farbe, jedoch erinnert der mich sehr an diesen hier, der jetzt natürlich sehr rötlich wirkt, aber ne, den von Stage Color, das heißt, der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es von H&M überhaupt Adventskalender gibt, finde ich total spannend. Es gibt ja sogar auch einen von C&A, da könnt ihr auch mal schauen, aber ich glaube, der ist nur mit Schokolade und teilweise sind da auch so Gutscheine drin, genau, die man halt so gewinnen kann. Das heißt, du hast auf jeden Fall den Wert von dem Kalender anhand von Gutscheinen wieder raus, aber ich weiß gar nicht, wann der rauskommt. Den schenke ich meistens auch meinem Freund, das ist immer ganz praktisch. So, wir machen mal die 4 auf. Oh, das ist aber nicht einfach hier aufzukriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist wieder ein Lippenstift, aber Alter Belli, der ist richtig Gold. Richtig Gold. Das ist auch wieder 1,3 Gramm. Wow. Guck dir das an. Das ist ein richtig krasses Gold. Also der kommt mit in die Verlosung, weil ich habe so einen ähnlichen von Huda Beauty als Liquid Lipstick, den ich als Lip Topper tatsächlich verwende. Sonst würde ich den behalten, weil den kannst du dir so schön hier auf die Lippen geben und dann so aufs Zentrum und dann so bappen. Und dann hast du quasi so ein bisschen, ja, Marble Lips, Marble Lips, ich weiß nicht, wie nennt sich das? So marmorierte Lippen, mehr oder nicht marmorierte, mir fehlt das Wort gerade. Auf jeden Fall dann außen quasi rot und innen so einen leichten Goldschimmer. Mega cool.
Und den hier habe ich halt von Huda Beauty und den verwende ich dafür. Das heißt, der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung. Dann kannst du das nämlich auch mal machen. Das ist so, so geil. Muss ich jetzt bei dem hier nicht machen, aber wenn ich einen mattroten habe, kann ich das sehr, sehr schön machen. Die Nummer 5 ist ganz schön groß. Das sieht cool aus. Das sieht nicht cool, sondern vielversprechend aus. Hier ist ein Tütchen drin mit 3 Gramm. Und da ist so silberner Glitzer drin. Was ist das? Loose Nail Glitter. Ach, das kannst du dir auf die Nägel drauf machen. Nee, der kommt auch auf jeden Fall mit in die Verlosung, weil ich sowas nicht auf meine Nägel mache. Ich meine, sowas kannst du auch schön... Nee, das behalte ich. Sorry, behalte ich doch. Kannst du schön für Deko nehmen. Genau, da kann man schön mit dekorieren und was schön machen. Und oh mein Gott, meine Nägel sehen echt furchtbar aus. Ich hoffe, hier ist gleich irgendwo ein Nagellack drin, dass es besser wird. Aber ne, das werde ich für Deko verwenden. Das kommt nicht auf die Nägel, das kommt als Decoration. Nikolaus haben wir hier in der Mitte. Ein Highlighter. Oh, schön. Das ist ein Highlighter und da haben wir 1,5 Gramm drin. Das ist so ein rosa schimmernder Highlighter und den möchte ich mal ausprobieren. Das heißt, den werde ich auch behalten. Boah, der hat auch so richtig, so, der ist nicht nur rosa, so wie das hier jetzt in der Kamera aussieht. Der hat noch so einen richtigen Ockerschimmer auch mit dabei oder beige vielmehr. Wow, das knallt. Das knallt richtig derbe. Hat halt wirklich grobe Glitzerpartikel mit drin, aber ja. Der ist schön, den kann ich mir notfalls halt auch als Lidschatten vorstellen oder als Lidschatten-Topper. Aber der sieht voll toll aus. Geil. Schönes Produkt zu Nikolaus. Auch wenn das jetzt natürlich nicht das hochwertigste Produkt ist, ne? Muss man halt auch wirklich dazu sagen. Aber ein Highlighter zu Nikolaus ist toll. Generell finde ich die Produkte hier drin sehr, sehr klein bislang. Aber immer noch besser als der Flaconi-Adventskalender übrigens. Nur mal so. So, ja, ich möchte nicht zu viele Spitzen verteilen. Ich suche weiter die 7. Hier ist die 7. Übrigens lassen sich die Käppchen hier total super öffnen. Das heißt, der Kalender sieht dann nicht total zerstört aus, wenn du dann immer weiter voranschreitest. Und hier haben wir irgendwas Silbernes drin. Oh mein Gott. Oh, was bist du denn? Das ist ein Lidschatten. Oh, wow. Der ist heftig. Jedenfalls sieht er hier im Pfännchen total geil aus. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist, du musst richtig aufpassen, wenn du da mit dem Finger reingehst, weil das sehr, 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 sehr soft gepresst ist. Oh, der hat auch irgendwie was Öliges mit drin. Das musst du eher tupfen, auch wenn du das auf dem Auge aufträgst. Aber dann, wow, oder? Auch das kannst du mega geil nehmen, um da deinen Lidschatten mit zu toppen. Wow. Richtig geil. Ich hätte da ein bisschen Bedenken, dass das quasi ins Auge reinbröckelt. Also ich hoffe, dass das hält und nicht verrutscht oder sowas. Das wäre nämlich total furchtbar. Aber ich denke, wenn man das halt so präzise aufträgt, dann wird das wohl funktionieren. Ah, ich muss mich da noch rantasten. Cool. So, das war die Nummer 7. Die fand ich schon mal richtig klasse. Nummer 8 haben wir hier oben. Da. Oh, der ist ja niedlich. 2 ml Lipgloss habe ich hier mit drin und ja, einen solchen Lipgloss hatte ich in einem anderen Adventskalender drin und deswegen wird der auf jeden Fall an dich weiterwandern. Ja, sehr ähnlich, ne? Also der von Youstar ist tatsächlich ein bisschen dunkler, aber trotzdem, ich denke, dass die aufgetragen relativ gleich aussehen werden. Deswegen kommt der mit in die Verlosung. Für 24,99 € so winzig kleine Produkte ist natürlich so eine Sache für sich. Ich persönlich, die halt noch nie H&M Make-up probiert hat, findet das... Also ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil du dann halt auch so kleine Produkte hast, die du dann so testen kannst, ne? Aber es sind halt auch trotzdem Tester, ne? Und nicht Originalgrößen, also schwierig. Okay, wir waren bei der Nummer 8, dann gehen wir zu der Nummer 9. Trotzdem finde ich die Produkte irgendwie ziemlich geil, weil das irgendwie auch mal was anderes ist. Zum Beispiel haben wir hier einen Glitter Glue mit 2,5 Millilitern. Ich denke, damit kannst du dir auch diesen Glitzer hier viel besser auftragen. Da weiß ich noch nicht, ob ich den verlose oder nicht. Je nachdem. Also ich bin eigentlich nicht so gut da drin, lose Pigmente oder sowas oder losen Glitzer aufzutragen. Da bin ich nicht so gut. Deswegen, ich guck mal, was da noch so kommt. Nummer 10, wo bist du? Wo bist du? Habe ich dich gerade aufgemacht? Nein. Da. Schmal ist sie. Deswegen nicht auffindbar. Aber hinter einem Herzchen. Also vielleicht... Oh. Kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort.
Es ist fast ein Mauve-Ton. Und zwar ist das so ein nudiger Lippenstift. Und der kommt auf jeden Fall mit in die Verlosung, denn solche Farben habe ich wirklich sehr, sehr viel da. Und ich mache den trotzdem mal auf und mache euch den mal hoch. Ne? So schaut der aus. Auch das ist halt wieder, ich glaube, das sind alles wirklich nur Testgrößen oder Probegrößen, sage ich mal. 1,3 Gramm sind da drin. Ja, und er ist wirklich sehr lippenstiftlastig. Das muss man auch sagen, ne? Hier haben wir die Nummer 11. Oh mein Gott! Ja, was ist das? Das ist auf jeden Fall so ein Glitzergold. Das ist ein Eyeliner. Ach, wie cool. Ne, den werde ich behalten. Das finde ich super interessant. Ein Eyeliner mit 2 Millilitern. Wow. Ja, den kannst du schön drüber machen. Süß, wie niedlich klein dieses Bürstchen ist, ne? Aber ich finde es jetzt tatsächlich ganz gut, weil so einen Eyeliner verwendest du vielleicht zweimal im Jahr. Und dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn das so ein kleines Produktchen ist, damit du halt nicht die Hälfte wegschmeißt irgendwann mal oder so. So. Ach, das hat ein richtiges Pinselchen vorne dran, sehe ich gerade. Ne? Also ein richtiger Pinsel. Und hier habe ich den jetzt mal ein bisschen breiter geswatcht. Und ja, den kann man halt auch super über einen Kajalstift drüber machen und dann halt ein schönes, oh, glitzerndes Akzent aufs Auge bringen, ne? Hammermäßig. Also dieser Kalender glitzert und glimmert und ist ja extrem. So, das war die Nummer 11. Kommen wir nun zur Halbzeit. Die haben wir hier, die Nummer 12. Ui. Dieser Lidschatten ist ein Lidschatten, ne? Mit 1,5 Gramm. Nein, ist kein Lidschatten, das ist ein Highlighter. Der ist mir wirklich viel zu kühl. Der ist richtig weiß und hat so Glitzerpartikel auch mit drin. Den packe ich dir definitiv in die Verlosung, weil der für mich einfach zu weiß ist. Also ich mag das bei mir einfach nicht so gerne, wenn ich das zu krass habe. Erinnert mich aber sehr an einen von Becker, den ich besitze, der in einer Palette von Becker mit drin ist. Also ich würde ihn unheimlich gerne swatchen, aber Leute, der geht jetzt ja in die Verlosung, ne? Aber du siehst das ja. Ich hoffe, du bist mir nicht böse drin. Ich habe Hände gewaschen und alles. Ich gehe ganz vorsichtig rein und swatch den mal. Ich bin wirklich nur leicht reingegangen und habe direkt ein Kabäsch auf dem Finger. Oh, ja, der ist heftig. Oh ja, das ist der äußere. Der ist richtig knallig. Der gefällt mir, ehrlich gesagt, richtig gut. Hat auch so einen leichten rosa Shift mit drin, aber der kommt definitiv mit in die Verlosung und das waren 1,5 Gramm. Ich finde den also für Weihnachten oder für Silvester hammerschön. Oder so im Innenwinkel, hier am Wimpernkranz hier oben vor dem Augenbrauenbogen, mega schön. So, hier ist die Nummer 13 und das ist ein Lipgloss, wieder mit 2 Millilitern. Aber so ein richtig schöner, dunkler Beereton. Also ich finde die Farben richtig klasse. Den teste ich jetzt auch mal. Aber ich muss dazu sagen, dass er wirklich sehr lippenstiftlastig ist. Ne? Das stand natürlich auch in der Produktübersicht, wenn man den gekauft hat. Ne? Die Produkte drin, das heißt, ich war darauf vorbereitet. Aber es ist doch ganz schön viel. Dafür halt irgendwie gar kein Nagellack, ne? Den ich gerade echt gut gebrauchen könnte. Der riecht tatsächlich sogar beerig. Ich finde, der riecht gut. Oh lala, das ist ein sehr pigmentierter Lipgloss, also für mich ist es ein Liquid Lipstick oder ein Liplacker oder Lackeur, aber es ist definitiv kein Lipgloss. Bäm, guck dir diese Hand an, da sind so schöne Sachen drauf, krass. 14 ist hier. Oh, ich glaube, das ist jetzt der Eyeliner in Silber, wa? Da haben wir drin 1,2 Gramm. Nee, das ist ein loser Glitzer und der gehört tatsächlich dann zu dem Glitzerkleber. Ich gucke mir das mal an. Ich glaube nicht, dass ich sowas behalten möchte. Oh je, das ist halt mit so einem Lipgloss-Applikator. Ich packe den jetzt nicht in die Verlosung, genau wie den Glitter Glue, denn ich weiß, jemand anders, dem ich das schenken kann, die wird sich drüber freuen. Genau. So, mag wieder. Dafür packe ich dir aber diesen Monolidschatten mit rein. So machen wir alle Leute um mich herum glücklich gerade. ja, die Nummer 15 ist wieder hier und ich denke, dass wir da wieder was Großes drin haben werden. Vielleicht auch mal ein Blush oder sowas, das wäre auch ganz cool, oder? Ne, ist kein Blush.
Das ist ein Lidschatten. Und zwar haben wir hier das Pendant zu dem Silber, was ich auf meine Hand trage. Das hier ist das Gold. Den werde ich auch behalten, weil wenn der genauso von der Konsistenz ist, dann feiere ich den total, das sage ich dir. Hier habe ich den Swatch. Ich weiß nicht, ist da jetzt auch dieses Ölige mit drin? Ja! Oh, Gott sei Dank. Richtig toll. Richtig toll. Boah, guck dir das mal an. Richtig schön, ne? So, das gefällt mir wirklich gut gerade. Weil das so, ach, das macht wirklich Spaß und das sind weihnachtliche Produkte, ne? Auch wenn die so klein sind. Aber ich kann darüber hinwegsehen. Ich bin auch wirklich gespannt, was der Kalender letztendlich wert ist, ne? Wirklich interessant. So, die Nummer 16 ist hier oben. Oh, die ist richtig groß. Vielleicht. Ach so, ja. Wie eben auch, da haben wir wieder so ein Glitzertütchen drin. Ja, das ist so richtig weiß Holo. Das nehme ich dann aber auch wieder zu Dekorationszwecken, weil ich das toll finde. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Das muss ja nicht unbedingt dann gezwungenermaßen auf dem Finger drauf, ne? Sowas kannst du dann auch schön als Streudeko oder so nehmen, wenn du schön was herrichtest. Oder wenn du eine Silvesterparty machst und das alles so auf dem Tisch schön machen willst. Das finde ich klasse. 17 ist direkt hier oben bei dem, was bist du eigentlich? Ein weihnachtlicher Flamingo. Leute, zieht euch das mal rein. Hammer. Okay, das wird definitiv weiter wandern, denn hier haben wir drin einen Liquid Highlighter, ganze 2,5 Milliliter. Ich mag nicht so gerne Liquid Highlighter. Ich hatte jetzt in anderen Adventskalendern schon öfters mal so Stick Highlighter drin, da versuche ich mich wirklich ranzutasten, aber Liquid Highlighter ist mir persönlich noch eine Stufe zu krass. Das heißt, dieser hier wird definitiv auch jetzt hier in die Verlosung wandern. Ja, so viel behalte ich dann doch nicht von dem Adventskalender, obwohl ich den so cool finde, ne? Das ist halt auch so schwierig, aber gut. Dafür mache ich halt auch dieses Jahr ganz schön viele auf, muss man ja auch sagen, ne? Die Nummer 18 habe ich hier. Das dürfte denn doch jetzt dieser Eyeliner sein, oder? Was bist du? Nein, es ist auch wieder loses Glitzer. Das ist jetzt etwas dunkler. Durch die ganzen Adventskalender-Unboxings, ne, mache ich ja auch quasi Teile, die ich dann nehme für Adventskalender, die ich selber für andere mache, für Freunde, für Familie und so weiter. Also wunder dich nicht. Genau. Das heißt, alle Produkte, die ich hier zeige, finden alle ihren Einsatz. Die Nummer 19 habe ich hier. Wieder ein Lippenstift und der ist schön. Der erinnert mich ein bisschen an einen von LOV, den ich mal hatte oder habe. So ein Metallic, aber auch an den ich heute hier unter dem Rot drauf gemacht habe von Catrice. Ja gut, nee, der ist mehr Glitzer. Nee, das ist noch ein anderer. Aber so einen ähnlichen hatte ich schon mal oder habe ich auch irgendwo noch. Der ist richtig klasse. Der ist wunderschön und ist gerade wieder reingefallen. Das ist ja nicht so standfest hier, das Ding da. Hallo. Naja, ich finde den schön und der wird auch an jemanden in meinem Umkreis weiterwandern. Und ja, das finde ich cool. Da sind drin 1,3 Gramm. Hier stehen jetzt auch keine Farben oder sowas bei. Also die Preise, die ich einblende, beziehen sich dann so ein bisschen auf die regulären Preise, zum Beispiel von einem Lippenstift, den ich bei H&M auf der Homepage gefunden habe, ne? So grob. Genau, und dann runtergerechnet auf 1,3 Gramm zum Beispiel. Die Nummer 20 ist hier oben. Und ohne Witz, ne, der Kalender sieht nach wie vor noch gut aus. Man könnte jetzt die Kläppchen auch wieder zuklappen, damit es halt schön aussieht. Aber es ist tatsächlich noch etwas, was auch die ganze Weihnachtszeit über super zu Hause stehen kann. Das hast du bei anderen Kläppchen-Adventskalendern tatsächlich leider nicht. Da sehen die ganz schön zerstört aus. Zum Beispiel der Douglas-Adventskalender, der Boxen-Adventskalender, der sieht ganz schön übel aus. Hier haben wir dann wieder so ein kleines Produktchen. Bestimmt ein Lipgloss. Ja, sehr lippenlastig. Komm her. Ja, das ist ein Lipgloss oder auch ein Liptopper. Und den finde ich sehr, sehr schön. Richtig schön. Wirklich. Der erinnert mich an den hier. Von Becker tatsächlich. Obwohl der von Becker etwas mehr in das Peachy geht. Aber das ist auch die Farbe Rose Gold. Rose Quartz, genau. Und das hier könnte dann das Pendant zu dem Opal sein. Also von daher, ne, erinnert mich sehr daran. Finde ich auch wundervoll. Also der wird ein Weihnachtsgeschenk werden, ja. Das ist hier wieder länglich. Wird dann auch wahrscheinlich wieder ein Lippenprodukt sein. Vielleicht finden wir aber auch hier den silbernen Eyeliner noch drin. Das sieht so ähnlich aus. Ja,
Hier haben wir dann den silbernen Eyeliner. Das finde ich auch wieder schön. Der wird behalten. Sowas mag ich einfach, ne? Gerade jetzt zu Weihnachtszeit, jetzt vor allem, ne? Im September. Gerade zur Weihnachtszeit mag man dann ja auch mal ein etwas anderes Augen-Make-up schminken. Zum Beispiel habe ich heute auch mal so ein bisschen was Glitzerndes genommen, aber jo, kann man mal machen, ne? Das ist jetzt hier außen, dieser Swatch. Ich finde den ganz schön, ne? Richtig hübsch. Die Nummer 22 haben wir hier unten. Das scheint auch wieder ein Monolidschatten zu sein. Nee, das ist ein Highlighter mit 1,5 Gramm. Oh, der ist mir viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Das ist für mich ein Lidschatten, ne? Also, der kommt auf jeden Fall jetzt auch mit in die Verlosung, weil der ist, ich meine, wir müssen nicht drüber reden, wie viel zu dunkel der für mich sein wird. Die Nummer 23 haben wir hier oben. Das ist das vorletzte Kläppchen. Das ist wieder ein Lidschatten. Hä? Der sieht doch sehr ähnlich aus wie der silberne, den ich euch eben gezeigt habe. Hier haben wir drin 1,2 Gramm. Der ist dann halt mehr so ins bräunliche oder ins kupferfarbene. Und der kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Kommen wir zum hoffentlich Highlight des Ganzen. Die Nummer 24. Das ist ganz schön groß, ne? Ist auch schön. Ist auch das größte mitunter. Oh nö. Ja, das finde ich jetzt aber doof. Loose Hair and Body Glitter. Okay, das soll man sich in die Haare und auf den Körper streuen und das sind Sternchen. Würde ich persönlich mir jetzt nicht unbedingt in die Haare machen, weil bis ich das raus habe, ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr Weihnachten. Ja, aber ich kann mir das halt auch als Streudeko ganz schön vorstellen. Aber Leute, ne, da sind 2 Gramm drin. Das ist eine ziemlich lasche 24. Glaube ich, dass der Kalender 24,99 wert ist? Ja, aber nicht viel mehr. Ja, ich blende dir auch mal hier den geschätzten, sage ich mal, ne, Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Das sind alles exklusive Produkte nur für den Adventskalender. Zum einen aufgrund der Größe und zum anderen, weil hinten drauf immer stand, welche Kläppchenzahl das ist, also welcher Tag ist. Und da stand immer Adventskalender oder Adventkalender mit drauf. Ne, deswegen, ja, würde ich mir den nochmal kaufen? Nö. Tatsächlich nicht, weil ich jetzt genau die Produkte mir rausfischen konnte, die ich auch gebrauchen kann, aber doch sehr, sehr viel weitergebe. Ja, bin ich enttäuscht? Nö, bin ich nicht. Also ich finde trotzdem ganz okay, ne? Also wenn man sich überlegt, einfach mal so einen Adventskalender zu holen für, ich sag mal, ein junges Mädchen, ist es gar nicht verkehrt. Also die wird da Spaß ohne Ende dran haben, sich mit den Produkten zu schminken und hübsch zu machen. Ja, aber das Cabège Highlight fehlt irgendwie, ne? Und ganz schön viele Lippenprodukte. Naja, dennoch. Mir hat's gefallen, ich hoffe dir auch. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!